Wenn ihr ein VR-Headset habt, dann könnt ihr euch eure 360-Grad- und VR-Videos in DaVinci Resolve auch über die Brille ansehen. Ich bin Robocop. Ich muss dich in Verwahrung nehmen. Dazu müsst ihr nur einen Adjustment-Clip auf eure Timeline ziehen, den so lang machen wie euer Video oder so lange wie ihr das Ganze vorschauen wollt, dann damit in Fusion gehen mit dem Adjustment-Clip und in Fusion unter Fusion-Settings euer VR-Headset hier einstellen. Wenn ihr eine Oculus-Brille habt, dann öffnet ihr einfach Oculus Link. Wenn ihr wie ich ein Windows Mixed Reality Headset habt, dann solltet ihr Steam VR starten. Wenn ihr jetzt den dritten Punkt markiert, dann öffnet sich hier ein Fenster, wo ihr eure Dual Screen Preview anseht. Und dann könnt ihr euch umschauen und ihr seht, wie euer 360-Grad-Video im Headset aussehen könnte. Ich würde mir wünschen, dass Blackmagic Design dieses Feature auch über den Video Clean Feed einspielen könnte, weil dann könntest du dir die ganze Zeit das Headset auflassen und rumgucken, wenn du willst. Und ich würde mir wünschen, dass sie daran auch noch einen OSC-Befehl knüpfen, der die Rotation ausliest, weil dann könnte man nämlich auch sein Soundfeld pannen, wenn man eine Brille hat und muss nicht komplizierte Wege gehen oder immer erst exportieren. Aber da wir gerade beim Soundfeld sind, wenn du 360 Grad Videos auditiv mixen willst, dann schau dir dieses Video an, da zeige ich dir, wie du es komplett in Fairlight for free machst.